So, hallo, ich begrüße euch zu einer Runde Fortnite, diesmal wieder im Kreativmodus, nachdem ich in der letzten Runde gesehen habe, in der letzten Folge gesehen habe, dass da einiges von der E3 vorgestellt wurde, was wahrscheinlich dafür erstellt wurde. Ich weiß es nicht. Unter anderem Pinball habe ich gelesen, Zombie Run habe ich gelesen. Das schauen wir uns mal an. Ich bin gespannt, ob das Sachen sind, die man auch alleine machen kann oder ob man da ein Team braucht. Aber das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall mal schnell rein. Bin ich mal gespannt. So. Da ist Avalanche Speedrun Special Edition. 1 bis 5. Make your own way. Okay, das ist so eine Art Dings. Können wir auf jeden Fall uns anschauen. 1 bis 2 Spieler. Auch sowas ähnliches. Auch so ein Run. Vier bis 16, das ist eher nichts. Pickaxe. Hä, wo ist Pinball? Muss ich das wieder extra auswählen irgendwo? Oh gut, fangen wir mal hier mit an. Ich kann ja eh nur eins machen pro Runde. Aim quick and run fast. The fastest one after 3 rounds is the winner. Ach so. Kann ich jetzt nicht alleine spielen? Ach so. Ja, gut, das macht dann nicht so viel Sinn, ne? Aber wir können es uns mal angucken. Vielleicht ist es ein lustiger Parcours. Ach so. Ah. Hey, wie komme ich dann? Kann ich da drüber springen? Ah, Hilfe, Taste? Hallo? Ah, da kann man drüber springen, okay. Die Idee ist ganz cool. Ach, so ein Ding wäre da gewesen, okay. Hä? Ah, das macht das mit kaputt. Höre ich dann die Kiste eigentlich? Kriegt man sogar Bomben. Ach so, weil man könnte wahrscheinlich auch die so machen, oder was? Wow. Achso, jetzt hätte ich den ersten geschafft. Ah ja, verstanden. Ja, okay, cool. Das ist ganz lustig. Aber alleine nicht so sinnvoll. Ah, hier. So, zum Zentrum, bitteschön. Hallo? Gehe ich aber ganz raus, ne? Aber zum Zentrum ging gerade nicht. Es hat nicht reagiert. Jetzt gehe ich ganz raus, ne? Aber wenn ich gerade ganz rausgehe, kann ich mir auch ganz schnell den Code aufschreiben
von dem Pinball-Ding. Weil anscheinend ist der da nicht aufgetaucht bei den Inseln. Na komm. Lade das Hauptmenü. Flott. Jetzt. Los. Go. Mach. Hinne. Komm schon. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. So. Hier, das meine ich nicht. Zombie Run hätte ich gern. Aber wie kann ich denn. Hallo? Wie kann ich das denn hier. Den Code einsehen? Ich kann den Code nicht einsehen, ne? Weil die vorgestellten Kreationen sind ganz toll, aber wenn die da nicht auftauchen, nützt mir das herzlich wenig. Oder kann ich da durchwechseln irgendwie? Oder ist das auf der Spielewiese nur möglich, die jetzt gerade deaktiviert ist? Das ist alles Quatsch, das brauche ich alles nicht. Ich kann das ja auch von hier aus nicht starten. Ah, ist ja doof. Finde ich die vielleicht. Warte, während das hier lädt, kann ich ja mal ganz kurz den Browser bemühen. Ob ich da vielleicht die Codes rauskriege. Errors.com Epic Games Data Store. Beste Insel. Beste Insel auf jeden Fall. Okay, das hier ist das Avalanche-Ding, ne? Genau. Das haben wir vorhin auch schon gesehen. Okay, das ist halt. Aber die kriege ich nicht weg. Ich kann halt nur mit IEC dort ändern, aber da muss ich halt selber was eintippen. Das sind halt die, die ich sonst eingetippt habe. Okay, dann können wir erstmal kurz die anderen Sachen uns anschauen. Zum Beispiel das hier. Gehen wir schon mal rein. Der Hintergrund hat da Dings geladen. Aber gut, wenn wir hier schon jetzt erstmal drin sind, passt es ja auch. Wir sind ein Schmuggler, der gefangen wurde. Jetzt muss man seinen Weg zurückfinden. H-Details anzeigen. Was heißt. Achso, das ist genau das. Okay. Ich muss ganz kurz hier nur rausklicken. So. Dann los geht's. Oder auch nicht. Okay. Ah ja. I guess I'm busted for smuggling. I need to find a way out of here and get back to my ship. Niemand, das darf ich alles nicht. Das darf ich. Ah ja. Verstanden. Dann darf ich hier praktisch reingucken, aber es ist nur eine andere Zelle. Also, was immer das für ein Gefängnis ist, es ist vielleicht nicht ganz so klug, irgendwelche Explosionssachen. Es ist die Frage, ob da irgendwann mal was Sinnvolles drunter ist oder ob man das einfach nur aufmacht. Ah, das könnte für die anderen Teamleute sein. Das ist für die anderen Teamspieler, ne? So ist das. Ich glaube, dann sind die hier auch jeweils drin.
runter. Ja, das sind alles die gleichen Texte. Das heißt, das ist für so viele Spieler gedacht. Okay. Wir sind auf der Flucht. Hier wird aber nichts überwacht. Keine Leute. Es ist einfach ein leeres Gefängnis. So, wir wurden eingesperrt und dann haben die Sommerurlaub gemacht oder so. So ein Ding ist das. Fusion Reactor. So, das halte ich davon. Hier könnte man auch runter anscheinend. Da sterbe ich wahrscheinlich, oder wie? Nö. Okay. Ein bisschen Escape-Musik fehlt jetzt hier noch, aber gut. Da wollen wir mal nicht runterfallen. Die Frage ist, wo muss man hin? Man kann hier überall rumturnen. Das macht aber die Frage nicht einfacher, wo man weiterkommt. Aber in die Richtung ist eine Stadt. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es irgendwie in die Richtung weitergehen könnte. Es stellt sich nur die Frage, von wo. Okay, wir gehen mal hier hoch. Potenziell ist das ein Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Ah, jetzt kommen wir hier höher. Und dann kommen wir von oben in die Stadt rüber. Ah, das ergibt... Okay, Speicherpunkt. Das ist schon mal gut. Es gibt Speicherpunkte. Aber es ist ein tolles Gefängnis, ne? Also, super gebaut auf jeden Fall. Es ist einfach niemand da. Keiner kehrt, dass wir hier ausbrechen gerade. Gut, aber ausbrechen ist auch gar nicht so simpel. Weil wir auch keinen Fallschirm haben. Kann ich einfach da runter? Oh! Okay. Kann ich nicht. Da kann ich mit dem Ding hier fliegen. Ich meine, das ist ein Fluggerät. Warum kann ich damit nicht fliegen? Ach! Ja gut. Dann ist der ganze Weg hier irrelevant. Auch in Ordnung. Dann bin ich jetzt wohl geflohen und frei. Und hab keine Ahnung, wo ich hin kann. I will need a penthouse key to use the elevator. Ist das gerade passiert? Cool. Ach, komm. Hui. Okay. Nützt mir das irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Also wir wollen diesen Elevator anscheinend benutzen, auch wenn ich nicht weiß warum. Es ist so ein bisschen unklar, wo man hin will, ne? Das ist passiert. Ja, da komme ich wohl nicht weiter. Also hier drin sagt sie oder er oder es
dass sie den Penthouse Key braucht. Und dann, wenn man da drauf geht, stirbt man. Okay. Da ist was. Oh, ich glaube, da wird man abgeschossen. Sind das? Okay. Da komme ich so einfach nicht durch. Aber da will ich wohl hin. Ich brauche eine Waffe. Da hoch soll ich aber nicht, oder? Nee, ich glaube, das wäre wieder zu dumm. Okay, dann kommen wir in dem Gebäude erstmal nicht weiter. Da unten war Subway, da war auch nicht wirklich viel. Zumindest habe ich nicht viel gesehen. Das ist überhaupt nicht begehbar. Was ist das? Eine unsichtbare Wand. Residence only. Ah. Da komme ich aktuell also auch nicht durch. Gut, das reduziert die Möglichkeiten enorm. I need to find a way to disable the NOMS Security System somehow. Okay. Da ist noch ein Gebäude, was ich noch nicht untersucht habe. Und da komme ich auch im Moment rein. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Dann gehen wir da wohl mal hoch. Ich glaube, da hat was nicht ganz geladen. Ich hoffe, dass man da nicht rein muss. Er ist jetzt nicht so gut. Da ist jetzt nicht so gut. Das ist besser. Force Field Maintenance Key. So bekommt man die Keycard. Einfach alles kaputt machen. Aber ja, verstanden. Dadurch, dass man hier Sachen zerstört, löst man dann da entsprechende Dinge aus. Cool, so kann man richtig kleine RPGs hier bauen, ne? Also, das ist die Kraftfeld-Keycard. Aber wo setze ich die jetzt praktisch? Na gut, die hat man jetzt bekommen. Hat jetzt irgendwas natürlich ausgelöst. Kann ich jetzt da rein? Ah, scheiße. Ist aber nicht gut, dass das hier nicht angezeigt wird, ne? Ich glaube, das muss laden. Das ist nicht gut. Ich krieg's aber auch jetzt nicht zum Nachladen. Oh, ich hoffe, da ist nichts Wichtiges drin. Komme ich da jetzt rein? Weil Kraftfeld und so? Nein. Was? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Die sind noch aktiv. Okay. Cool. Die sind noch aktiv gewesen. Ach ja, jetzt starte ich ja hier. Muss ich da jetzt noch mal hochgehen? Oder ist jetzt vielleicht hier der Rest? Ach. Das ist halt doof, dass das da nicht. Das ist echt ungünstig. Da ist bestimmt Zeug drin, was ich brauche. Also das ist, so kann ich nicht. Scheiße. Wie kriege ich den dazu, dass der danach lädt? Okay, das ist schon passiert. Das heißt, das speichert der. Was ich mich da ausgelöst habe, ist gespeichert.
Aber wie kriege ich den zum Nachladen? Das ist die Frage. Wie kriege ich den dazu, dass der hier lädt? Ich fürchte nämlich, dass hier Sachen sind, die ich brauche. Mist. Weil wo soll ich sonst weitergehen im Moment? Please insert ticket here to gain access to the penthouse keys. Das ist nicht das, was ich brauche. Ach so, also hier muss ich ein Ticket reinsetzen. Und da brauche ich... Okay, der Penthouse Key ist da drüben. Jetzt habe ich das... Jetzt bin ich... Sind wir da schon mal schlauer. Okay. So, die Frage ist aber, wie kriege ich dieses Kraftfeld hier weg? Wir haben ja jetzt praktisch so ein... Was ist das? Wir haben jetzt praktisch so ein Dings gefunden, ne? Dieses... Habe ich die nicht disabled? Ah! Das da muss irgendwie kaputt gehen auch noch. Aber das kriege ich so noch nicht kaputt. Ich muss... Ich habe jetzt dieses Ticket-Dings habe ich gefunden. Das habe ich. Aber ich weiß jetzt nicht, was das ausgelöst hat und wo. Oh, wait, hier ist jetzt offen. Nee. Ich dachte, da war... Ich hab das falsch gesehen. Was hat das jetzt ausgelöst? Hier war auch noch nie offen, da komme ich jetzt auch nicht rein. Guess I need to find another way in. Ha. Hier geht's nicht weiter. Hier war auch nichts, ne? Was wir noch nicht haben, ist die Richtung haben wir noch nicht geguckt. Das, was alles da drüben ist, das kennen wir alles noch nicht. Hier sind die Robos. Da komme ich auf jeden Fall noch nicht durch. Wir können jetzt mal schauen, was hier der Text... Oh, verdammt. Ich komme da nicht hinten rum. Das ist ja blöd. Ich komme da nicht hinten rum. Ja. Ach, das ist die Police Station, deswegen. Ja, dann kann ich aktuell nichts tun. Ich kann jetzt nochmal lesen, was da oben stand. Aber wie gesagt, ich fürchte fast, das hat hier nicht richtig geladen. Weil das hier sieht halt nicht richtig aus. Und es hat im Moment auch keine Lust nachzuladen. Ich kann noch mal lesen, was das hier oben sagt. Und ich kann dann noch mal einen Respawn setzen, aber ich fürchte, ich muss die Map komplett neu laden. Was blöd ist, aber es hilft nichts. Ja, Forcefield Maintenance Keycard, aber wo könnt... Ah. Aber wo könnte ich die einsetzen? Das ist doch die Frage. Vielleicht ist im Subway was.
hier einmal rumgeschickt und landet auf der anderen Seite. Aber ich glaube, das ist einfach nur zum Durchgehen, ne? Und hier dann in die andere Richtung. Ah, wait! Ich habe da was gesehen. Force Field Maintenance. Ah, okay. Haben wir, haben wir. Karte haben wir. Da brauche ich eine Chiller Grenade, habe ich verstanden. Okay. Aber was kann ich jetzt hier tun? Ja, aber da komme ich ja nicht hin. Oder komme ich da jetzt hin? Muss ich hier noch was auslösen irgendwo? Hier ist nichts zum Auslösen. Ich kann auch nichts kaputt machen. Also da bin ich drin. Das ging vielleicht vorher nicht, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt halt hier nichts getan, praktisch. Ich bin jetzt einfach nur kurz reingelaufen. Und dadurch kannst du ja eigentlich auf der... Ups. Dadurch kannst du ja eigentlich auf der Karte jetzt nichts ausgelöst haben. Ne? Dadurch, dass ich jetzt da rein bin, kann sich auf der Karte ja nichts verändert haben. Da müsste ich hier irgendwas reinwerfen, dann geht es da sicherlich kaputt, aber ich komme da nicht rein. Ich weiß nicht, was ich da reinwerfen kann. Hier drin kann ich halt nichts machen. Ich kann auch nichts drücken, ich kann nichts auslösen, nichts aktivieren. Ich kann rein, aber das war's. Ist es auf der anderen Seite vielleicht nochmal? Hier auch so ein Eingang? Nein, hier ist nichts derartiges. Oh, wait. Wo geht's weiter, ist die Frage. Also der Grundweg ist klar. Ich will da rein immer als nächstes. Aber wie disable ich das Security System? Wait, was? Oh! Verstanden. Muss man erstmal finden, ne? Oh Gott, das ist aber jetzt ein unangenehmer Parcours. Oder mache ich was falsch? Weil sobald man springt, wird man da weggedrückt. Aber verstanden, dann komme ich da rein. Ja, uff.
Okay. Es war ja klar, dass ich es nicht hinkriege. Vielleicht war der Knopf da vorher nicht da, ich weiß es nicht. Okay, am Rand kann man springen, das ist gut. Okay. Nice. So. Jetzt ist hier offen. Jetzt kann ich mir die Kältegranate holen. Jetzt geht es erstmal Schritt für Schritt weiter. So, hier habe ich dann meine Granate. Insgesamt kriegt man da nur eine. Okay. Das heißt, wenn ich die verballe, habe ich wahrscheinlich schon ein Problem. Außer, nee, die wird da wieder auftauchen, wie alle anderen Items auch immer. Klar. So. Dann. Kommen wir hier weiter. Muss ich die auf mich einsetzen? Ich dachte, damit kann man das gefrieren oder so. Ich weiß nicht, wie die Dinger funktionieren. Muss ich die auf mich einsetzen? Kann ich mehrere gleich mitnehmen? Okay. So, einmal der Test. Ach, so ein Ding ist das. Okay, verstanden. Hätte ich gedacht, die gefriertes Eis oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie das Zeug funktioniert. Ich schwäß das doch nicht. Halt, stopp. So, das heißt, ich muss... Ah, und das macht jetzt ein anderes Kraftfeld kaputt auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht welches. Aber irgendein Kraftfeld macht es kaputt. Wir haben ja mehrere Kraftfelder zur Wahl, die wir noch... brauchen. Jetzt komme ich hier wieder raus. Cool. Und schauen wir mal, welche Kraftfelder jetzt kaputt sind. Das da ist auf jeden Fall noch da. Dann gucken wir mal als erstes zum Penthouse-Key-Kraftfeld. Aber da brauchte ich ja... Da hieß es doch, ich brauche... genau, ein Ticket. Ticket habe ich auf keinen Fall. So. Dann wäre da drüben noch das Kraftfeld. Das sieht aber auch unverändert aus. Ach, Residence Only. Das hat mit Kraftfeld nichts zu tun. Dann kann es eigentlich nur dieses hier sein. Jawohl, hier ist jetzt offen. Dann kommen wir jetzt da zu dem Berg. Sky City Nature Reserve. Ja, haben wir erledigt. Okay, Stage 2. Neues Gebiet. Und da wird auch gleich mal gespeichert. Das ist schon mal sehr gut. Soll das ein Vulkan sein oder was soll das für Geräusche machen? Ist auf jeden Fall creepy. Okay, hintenrum komme ich nicht weiter. Wait. Okay. Ich verstehe das. Alles gut.
das ein Pack? Oh no. Oh no. Okay, okay, nein, es ist kein Parcours. Alles gut. Es ist eine Art Parcours, aber... Na, das hat ja nicht so viel gebracht. Der taucht sofort wieder auf. Ach so, ja, hier ist ja der Spawn. Aber dann will ich an denen einfach vorbei, ja? Okay, cool. Dann weiß ich aber jetzt, was wir gehört haben. Komme ich da direkt rüber? Yes. Und jetzt komme ich von hier in das Residence-Only-Ding rein, oder was? Ah! Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Speichern wäre jetzt schön. Aber vielleicht ist dann da auch einfach gar nichts drin. Vielleicht muss das dann so sein. Es wirkt aber halt echt komisch. Weil wozu kann man es dann überhaupt aufmachen? Wozu konnte ich jetzt da hoch? Potenziell war hier nichts. Ich hoffe, da ist auch jetzt nichts, was ich irgendwie verpasst haben könnte oder so. Hier komme ich auch nicht rein, ne? Genau. Da komme ich nicht hoch. Ja. Ist alles der gleiche Quatsch. Dann wird das wohl zu einem Parcours, das so... Oh. Oh nein. Okay. Hier komme ich aber auch nicht weiter. Okay, das Wasser tut mir nichts. Das ist schon mal gut. Muss ich jetzt über den Korb? Nee, da kann ich nicht draufstehen. Ja, shit, aber wo geht's denn dann weiter? Was muss ich das nochmal machen, ne? Oh nein. Da unten ist aber auch nichts. Ich muss schon hier oben hin.
Ich meine, ich könnte hier runter, aber ich fürchte, ich muss da irgendwie rüber, aber ich weiß nicht wie. Oh nein, man kann da drauf stehen. Aber kann ich auch da oben drauf stehen? Oh, dann geht das doch. Oh, dann geht das doch. Oh no. Oh no. Ich werde den wichtigen Sprung am Ende dann wieder verhauen. Ich nehme an, ich muss jetzt da runter erstmal. Ah ja, und dann über. Ah, okay, verstanden. Kurz gucken. Da ist auch nichts. Okay. Okay, da komme ich vielleicht hoch. Schau nicht runter. Wait, soll ich von hier darüber springen in das Residence-Only-Ding? Oder soll ich das hier auslösen? Ich kann nichts auslösen. Soll ich ernsthaft von hier? Ah! Ach du Scheiße. Es geht nicht gut. Es geht nicht gut! Punkt, bitte. Das hat jetzt wenig von einem Speicherpunkt gehabt. Speicherpunkt, bitte. Oh no. Was war das? Verdammt. Oh. Hier sind Gegner. Hier seht ihr die Karte. Seht ihr die Karte da oben? Da sind Gegner drin. Ne? Aber vorne nicht, die sind da hinten. Sehe ich das richtig? I think I'll find a penthouse-Ticket in here. Ja, das ist gut. Das suche ich auch. Oh, danke. Oh mein Gott. Doch keine Gegner. Oder weiter oben. Irgendwas hat geschossen. Das sieht super cool aus, was man alles bauen kann in Fortnite. Holy moly. Na, das hat ja viel gebracht. Na, das hat ja noch viel mehr gebracht. Okay. Also wir müssen irgendwie höher kommen. Und die Dinger da sind ja theoretisch was zum Hochkommen. Aber wahrscheinlich muss ich da erstmal irgendwie an der Seite hoch, dass mich das auch ordentlich. Aber hier ist nichts zum Hoch. Da komme ich hier hoch. Nee.
Vor allem, wohin will ich eigentlich, wenn ich das habe? Da will ich rein, aber wie komme ich denn da hin? So von hier aus? Ah, okay, verstanden. Ja, dann passt das schon eher. So, aber jetzt muss ich echt gucken. Ich glaube, hier sind Gegner. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Zumindest sieht es auf der Karte da so aus, als ob da Leute rumstehen würden. Irgendwo, irgendwann, irgendwie. Press Briefing Room. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Okay. Jo. Kriege ich den einfach weg? Okay. 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 Alles klar. Der hat einfach keinen Bock. Ja, das war smart. Ich finde auch die Fenster immer ganz großartig, die einfach nur aus Gitter bestehen. Uff, aber die kann ich anscheinend nicht umlegen. Ich habe ja gerade versucht hier mit der Spitzhacke. Da kam ich nicht weit. Dass das auch nur manchmal funktioniert, da hochzuspringen, ist auch... Dann weiß man das ja nicht sicher. Danke. Dann weiß man das ja nicht sicher. Aber ich mag die Map, das ist voll cool. Sowas liebe ich. So ein Spiel im Spiel vor allem, ne? So ist halt einfach nur mit den Fortnite Physics sozusagen, aber es ist ein komplett eigenes Spiel. Das ist voll gut. Sowas ist großartig. Nur so ein richtig kleines RPG. So, jetzt, Ach, kann ich doch. Aber kommt der wieder? Warum hat es denn gerade nicht funktioniert? Okay, der kommt nicht wieder. Muss ich da rein, ist die Frage. Hat sich erledigt. Wir machen trotzdem lieber die Tür zu. Briefing Room. Da steht bestimmt einer. Nein. Ah, okay. Da geht's gleich höher. Aber wir gucken kurz da nach hinten. Aber da ist auch nichts. Cool. Dann einmal hier hoch. Jetzt sind es noch zwei. Zwei sind noch in dem Gebäude drin. Okay. Da sind die beiden. Ja, das ist jetzt ja ungünstig. Ich bin gar nicht da. Cool. Wenn das doch im echten Spiel so klappen würde. So, und hier ist dann mein Ticket. Alles klar. Das Penthouse-Ticket ist eine Granate. Was? Ich bekomme nur die eine. Das ist gefährlich, Freunde. Wenn ich das versaue, dann habe ich ein Problem. Das ist sehr gefährlich. Es ist sehr, sehr gefährlich, mir sowas zu geben. Komme ich da jetzt so raus? Nein. Ah, so komme ich raus. Wait.
Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ja, ich meine, wir wissen, wo wir die einsetzen müssen. Aber wenn ich die verwerfe irgendwie, keine Ahnung, kann man bestimmt... Ich schaffe das, keine Sorge. Ich bin Spezialist im Verwerfen. Ich finde das auch sehr verwerflich. Ja, wenn ich das versaue, dann war es das. Uff. So, und jetzt ist hier zu. Offen. Dann bekomme ich das für den Aufzug, das Schlüsselding. Also Insert Ticket hier heißt, ich schmeiß die Granate da rein, ja? Gut. So, dann haben wir jetzt sozusagen die Keycard. Also den Penthouse Key. Und jetzt muss hier was passiert sein auch. Nope. Da ist noch nichts passiert. Was muss ich dann jetzt tun? Muss ich dann bei dem Penthouse Key noch was einsammeln, irgendwas auslösen? War da noch ein Schalter? Ich habe keinen gesehen. Ich habe keinen gesehen. Ach, hier an das... Hä? Was tut das? Ach, damit springt man plötzlich höher. Und hier kriege ich jetzt Waffenwetten. Und damit renne ich dann durch das Polizeirevier. Yo! So ein Ding ist das. So. Und wenn ich jetzt runterfalle, bin ich tot. Wie komme ich jetzt wieder runter? Wie komme ich jetzt wieder runter? Ach, dadurch, dass ich... Verstanden. Ich bin deswegen nicht tot. Ja, ja, verstanden. So, Freunde. Großartig. Noch einer da? Also, ja, natürlich sind noch ganz viele da, aber hier drin... Glaube ich nicht mehr. Okay, wir infiltrieren die Polizei. Let's go! Never mind. Gut ist, sie reagieren zu schnell nicht. Okay. Dann ist das gar kein Ladefehler, sondern da geht es einfach nicht weiter. Aber das hätte man dann irgendwie besser machen können, finde ich. Das weiß man ja nicht sofort. Wo stehen die?
Da sind noch einige im Gebäude. Oh, es geht weiter runter jetzt, okay. Ah. Zum Glück sind die nicht so programmiert, dass die sofort losschießen, wenn sie einen auch nur ansatzweise bemerken sollten. Der war schon kurz davor. Ah. Kann ich das nochmal ablaufen? Mist. Ach, hier starte ich. Na gut, das ist zumindest besser. Also ein bisschen. Die bleiben ja erledigt, ne? Sehr gut. Ich dachte jetzt, ich muss von der Residenz nochmal hier rüberlaufen. Das wäre nicht so cool gewesen. So passt das natürlich. Das war jetzt nicht so smart, oh Mist. Okay, wir befreien jetzt alle, oder wie sehe ich das? Nein. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich den Weg aufgemacht, der rüber auf diese andere Insel führt. Ja, das ist von der Idee voll großartig. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Oh. Ups. So, da ist der Kraftfeldgenerator erledigt. Nice. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Vier Polizisten sind noch über. Direkt dort an der Stelle. Zwei auf der und zwei auf der Seite. Nummer eins. Zwei. Die sind aber auch halt programmiert, um jetzt hier großartig Ärger zu machen. Nice! Und dann kommen wir hier raus. Wo ist er? Ah, die habe ich nicht gesehen. Ist er das nicht? Das ist er nicht. Hä, wo stehen die? Das ist doch einer. Ah, jetzt. Dann ist hier noch einer. Ah, da stehen noch ein paar. Really? Waren der denn der jetzt? Ach, da an der Ecke. Ah, hier sind noch einige. Da ist noch einer. Ich glaube, ein paar sollen einfach auch Zivilisten darstellen, weil die gar keine Waffen haben und nichts. So, was stand denn dort?
Landing Pad 3. Jo. Der hat aber eine Waffe. Nicht gut, aber da war ein Speicher, das ist gut. So, der ist down. Lul. Wo ist da jetzt noch ein? Ach, da drüben. Ach so. Hab ich auch nicht gesehen. Da stehen auch noch zwei. Ah, da oben. Ich sehe ihn. Sehen. Landing Pad 1. Dann ist das Landing Pad 2. Naja, klar. Da, wo ich rein muss, muss natürlich. Ah, warte. Sehen. Jo! Das ist unfair, lass das. Da sind noch einige. Okay. Kriege ich das auf von hier? Nice. Ich frage, ob ich jetzt so da vorbeikomme. Aber der hat halt auch gar keine Waffe in der Hand, ne? Ich glaube, das sind teilweise wirklich Zivilisten. Warum sind in dem Gebäude welche? Muss ich da nochmal rein? Oder ist die oben drauf? Oh, das ist gar keiner. Ich dachte, da steht einer. Aber in die Richtung steht einer. Ich sehe ihn aber nicht. Nee, ich sehe ihn nicht. Ach doch, ich sehe ihn. So, wenn ich hier rumschleiche, ist hier. Da ist mein Schiff dann. Aber da oben sind noch welche drauf. Und bei meinem Schiff ist auch noch einer. Oder sind mehrere bei meinem Schiff noch? Okay. Aber an die da komme ich nicht ran, ne? Wo steht er denn? Ah, jetzt sehe ich eine. Und da ist der andere. Okay. Das sollte es gewesen sein. Nice. Super cool. Hat ein bisschen gedauert, aber letztendlich haben wir es hingekriegt. Schön. Schöne Idee. Gefällt mir. Gefällt mir. Sehr schöne Idee. Nee, das meinte ich nicht. Also, Fleeing Sky City hieß das Ding. Sehr cool. Hat Spaß gemacht. Diesmal klappt das mit dem Zentrum. Das ist schon mal gut. Jetzt möchte ich aber irgendwie für den nächsten Part dann herausfinden, wie ich hier das Pinball-Ding herkriege. Und Avalanche haben wir uns noch nicht angeschaut. Da werden wir auch mal reinschauen. Und den Zombie-Run haben wir auch noch nicht. Mist. Siehst du?
Da haben wir ein paar Sachen, die ich gerne mir anschauen würde. Danke fürs Zuschauen und tschüss.